Ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge unserer Serie Erfahrung mit der geistigen Welt. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen ganz wundervollen Gast hier begrüßen zu können, die Sue Dybe, Medium und Mentorin. Sue, ich freue mich so doll. Wir haben uns kennengelernt auf einem Event, ein neues Format von Thomas Schmelzer von Mystica TV als Speaker. Und da habe ich gleich die Inspiration bekommen. Ich möchte dich einladen und hier mit dir ein Gespräch führen. Herzlich willkommen hier. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ganz, ganz wundervoll. Wir haben ja da schon ein paar Themen angerissen, besprochen. Wir hatten ein bisschen Zeit zu reden. Und jetzt erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Wie hast du den Kontakt zur geistigen Welt erfahren? Wann ging es bei dir los? Wann hat sich dieser Raum für dich denn geöffnet in deinem Leben? Relativ früh. Und zum einen, weil ich einen Schicksalsschlag erlitten habe. Mein Vater ist gestorben, als ich 1,5 Jahre alt war. Und das hat zu dieser großen Suche geführt nach der Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Weil ich es nicht akzeptieren konnte, dass ich nie die Chance haben würde, etwas über ihn zu erfahren, beziehungsweise ihn kennenzulernen. Und diese Sehnsucht diese ganz grundsätzlichen Fragen, so in dem Moment, dass ich wirklich verstanden habe, was da los ist und was bei mir anders ist als vielleicht bei den meisten auch in der Schule, hat natürlich sehr stark diese Fragen ausgelöst. Bezüglich der Jenseitskontakt, da wurde es einfach in die Wiege gelegt, jetzt was dieser Verlust angeht. Im Vergleich zu anderen, vielleicht klassischen auch Jenseitsmedien, hatte ich nicht sofort schon den Kontakt zu Verstorbenen. Ich konnte zwar die klassischen Schattenwesen oder die Umrisse wahrnehmen und hatte auch oft gemerkt, dass ich beobachtet werde oder dass ich nicht allein in einem Raum bin. Besonders auch abends habe ich das gespürt. Aber da ich jetzt nicht offen erzogen wurde bezüglich dieser Themen, das heißt eher atheistisch so ein bisschen geprägt wurde, war das eine sehr individuelle Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich fühlte mich da jetzt nicht so frei oder hatte da auch ein bisschen Angst vor dem Thema. Besonders weil ich Dinge wahrgenommen habe, die nicht ganz greifbar waren für mich. Das heißt, es war für mich nicht klar, wer mich da besucht. Es waren eher verschwommene Bilder und nicht ganz klar. Es gibt ja besonders in der heutigen Zeit Kinder, die schon sehr spezifisch Verstorbene sehen können und auch beschreiben können. Das war bei mir eher verschwommen damals. Aber es hat die Reise begonnen, sehr früh, oder die Reise angestoßen. Hattest du denn in dieser Zeit irgendjemanden, mit dem du darüber sprechen konntest, oder warst du wirklich damit ganz alleine und hast dich damit selbst auseinandersetzen müssen? Ich war immer sehr privat und habe die Dinge mit mir selber ausgemacht. Das lag auch an der Geschichte, in die ich reinkam, durch diese Kettenreaktion, die der Tod meines Vaters ausgelöst hat. Das heißt, wir hatten da andere Kämpfe auszustehen und da war nie wirklich Raum für das Spirituelle oder das Paranormale. Das war ja ganz nüchtern beschrieben, nichts anderes als ein Überlebenskampf, die ersten Jahre oder das erste Jahrzehnt. Und das hat wirklich innerhalb der Familie oder dem Teil, der übrig blieb und gar nicht viel Raum gegeben, sich solche Gedanken zu machen, was wirklich darum ging, überstehen wir die nächste Nacht, na? Wie schaffen wir die nächste Woche? Also das hat einfach abgelenkt. Meine Kindheit war, und ich habe lange, lange das verschwiegen, weil ich, wollte, dass die Menschen mich so kennenlernen, wie ich heute bin, und dass es in erster Linie um die Arbeit geht und die Botschaft, die ich habe, und nicht unbedingt um meine persönliche Geschichte. Aber gerade durch Corona habe ich gemerkt, dass viele Menschen leiden, viele Menschen Ängste haben, und ich fand es ein schöner Zeitpunkt, um auch ein bisschen aus meinem Nähkästchen zu erzählen und auch zu zeigen, dass, obwohl man, wenn man eine ja schlimme Dinge erlebt, man dennoch was ganz Wundervolles draus machen kann und man selber auch ein Schöpfer sein kann.
auch wenn es von Anfang an in eine Richtung gelegt wird, die eher nicht so positiv ist, weil vielleicht, um das gleich ein bisschen zu erweitern, dass wir hatten das Thema, dass wir mit jemandem zusammengelebt hatten, der sehr alkoholkrank war und dadurch sehr gewalttätig wurde und das wirklich das erste Jahrzehnt ganz stark geprägt hat. Und wie gesagt, das war so ein Sandwich an Erfahrung. Ich war im Sandwich von Erlebnissen und das war einfach zu dicht, um da jetzt noch hinter den Vorhang schauen zu können. Also das hat aber eine unglaubliche Beschleunigung kreiert in meiner frühen Kindheit, die dann, als dann der Knopf sich gelöst hat, ja, das war ein Feuerwerk an Erfahrungen, an Forschen. Und dort habe ich mich dann auch geöffnet. Also als dieses Drama sich gelöst hat, war ich dann auch frei und habe wirklich den Raum bekommen für mich, auch mich ja, mit meiner Mutter auszutauschen und auch in meinem Umfeld ein bisschen zu erzählen, was ich erlebe. Und das hat dann so mit 11, 12, hat dann wirklich dazu geführt, dass ich ganz intensiv begonnen habe, diese Elemente zu studieren und auch begonnen habe, auszuprobieren, was da alles möglich ist mit dieser paranormalen Welt. Und hast du das Gefühl, dass in dieser, also dass diese Zeit, wo das Drama noch so aktiv war, hat dich diese Erfahrung mit der geistigen Welt eher gestärkt oder hat es dich mehr irritiert, dass du damit alleine warst? Also wie war es, Ich würde war sagen, das? es war meine Rettung. Es war, wenn ich diese Anbindung nicht gehabt hätte, obwohl ich noch nicht recht wusste, wie ich es beschreiben soll, dieses Gefühl der Begleitung. Wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre. Ich glaube, dann hätte mein Leben eine ganz andere Wendung genommen. Und da hatte ich wirklich ein großes Glück, dass mein Vater, obwohl ich mir dessen nicht bewusst war oder ich ihn nicht plastisch wahrnehmen konnte und die geistige Welt immer eine schützende Hand über mich gehalten hat. Und dass ich wusste, bei all der Tragik und bei all dem ja, Bösen, was die Welt mir offeriert hatte, dass es etwas gibt, was übergeordnet ist. Ich habe trotz des Atheismus und der Antireligiosität innerhalb der Familie, habe ich gespürt, dass es etwas gibt. Und das ist natürlich für einen Skeptiker ein Gefühl alleine, aber genau dieses Gefühl zählt, genau diese Anbindung zählt. Wenn es hart auf hart kommt, dann helfen uns keine irgendwelche Fakten, wissenschaftlichen, sondern dann zählt, ob wir es in uns wahrnehmen können oder nicht. Und ich glaube, dass es vielen so geht, es so, die Phasen erlebt haben, die schwierig waren oder ne, sich Sorgen machen mussten um anderen Menschen, dass man dann doch spürt, dass in solchen Momenten man die Hilfe fühlt, die Liebe fühlt und merkt, dass man begleitet wird. Ich finde das voll schön, was du gerade sagst, dieses raus aus den Kopfkonstrukten oder aus dem Wissen, was man sich vielleicht angelesen hat oder ne, was man so hört, hin zu, wo ist meine innere Anbindung, wo kann ich die geistige Welt spüren? Was ist meine Erfahrung? Ja, das ist ja sowas, was so eine Kraft gibt und was eigentlich, ja, nicht eigentlich, sondern das steht über dem Wissen, das, was uns innerlich berührt und was in Begegnung geht mit uns, ja, diese Kraft, diese Quelle. Und da möchte ich gerade den Fokus setzen, auch für die Zuschauer. Was würdest du mitgeben? Wie kann jeder für sich in schweren Zeiten oder nicht in schweren Zeiten in seinem Lebensfluss diese innere Begegnung oder diese Quelle öffnen, um diese Kraft ja in jedem jetzt auch zur Verfügung zu haben, ja, diese Anbindung fernab von Wissen und Konstrukten? Was ist da so deine Erfahrung oder was vielleicht kommt dir spontan ein Impuls? Ganz ein wichtiger Aspekt ist, dass wir erkennen, dass durch uns, durch unseren Körper eine unendliche Kraft fließt, die verbunden ist mit der geistigen Welt. Weil wir, obwohl wir inkarniert sind und als Individuum uns hier erfahren, wir trotzdem Teil eines kollektiven Bewusstseins sind. Und dieses Bewusstsein und dessen Kraft, die findet man sehr schnell, wenn man in den inneren Kern eintaucht. Und ja, der innere Kern, ich glaube, der wird ganz unterschiedlich benannt, aber man kann sagen, es ist das die Essenz, das Zentrum der Seele. Und wenn die Welt
so unglaublich überzeugend ist. Das heißt, die physische Welt und die Dramen, die wir erleben, die ja sehr auf uns einwirken, da neigen wir dazu, dass wir uns zurückziehen in unsere Mitte. Aber dann vielleicht den Fehler machen, verharrt bleiben in diesem kleinen Rahmen in uns. Und das führt dazu, dass wir zwar überleben, aber wir dennoch, dass das Drama und die Ereignisse und auch in der heutigen Zeit, ne, auch wenn man kein persönliches Drama erlebt, man merkt, wie die Welt sich entwickelt und dass auch das führt zu Ängsten und zu dem Punkt, dass wir uns zurückziehen. Wenn wir aber erkennen, dass der innere Kern die Essenz ist der geistigen Welt oder verbunden ist mit der Essenz der geistigen Welt, dann braucht es nur, dass wir ihm Raum geben in uns, damit diese Kraft vollumfänglich im Körper fließen kann und auch über den Körper hinausstrahlen kann, weil das dazu führt, dass die Intelligenz unserer Seele, die Weisheit unserer Seele auch Prozesse anstoßen kann, die uns Kraft geben, uns stabilisieren und auch uns schützen vor gewissen Einflüssen oder negativen Energien, die um uns umgeben und besonders dann, wenn wir nicht einfach flüchten können. Es gibt oder das Beispiel, man ist auf der Arbeit und man erfährt eine Art Mobbing oder man merkt, man ist nicht wohl. Und manchmal kann man gerade nicht so flüchten, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist auch das eine Technik, die unglaublich hilfreich ist, um den inneren Raum und auch den unmittelbaren äußeren Raum zu stabilisieren, damit man stark ist und gleichzeitig auch widerstandskräftig ist. Das heißt, dass man nicht auch diese nonverbalen Impulse ständig beeinflusst wird. Also Und wirklich das Bild des von innen nach außen arbeiten ist ganz wichtig. Ich finde da ein super schönes Bild, ein super schönes Bild. Das eine ist die Materie oder der materielle Raum engt einen ein, macht einen, sperrt einen ein, ja, in seinem inneren Licht, was immer kleiner wird und immer abhängiger auch von dem, was im Außen kommt, ja, dass die Materie einen erdrückt sozusagen. Und das andere Bild, was du schenkst, ist so schön, diese, ja, eigentlich ist es durch eine Initialzündung, durch eine Entscheidung, dieses innere Licht in die Kehrtwendung, also nach außen zu bringen und die Materie zu durchdringen. Ja, es ist ja die eigene Essenz, die dann durch die Materie fließt. Und was würdest du sagen, ist dann, wird die Materie beeinflusst? Das ist ja auch nochmal ein Thema, wo wir auch hinaus wollten, ist, wie können wir mit unserer Essenz, mit unserem Licht wirklich die Materie in dem Moment verändern? Wie können wir eine neue Erfahrung erschaffen in dem Moment, wenn unsere Essenz durch den materiellen Raum fließt, ja? Wenn wir es schaffen würden, die gesamte Kraft auszudehnen, dann könnten wir wahrhaftig unsere Realität verändern und das gesamte Potenzial des physischen Universums erfahren. Und das ist etwas, worauf wir auch hinzusteuern als Menschheit. Das ist das Ziel, dass die Seele, unser Kern, zwar inkarniert ist in diesem dreidimensionalen Universum und währenddessen sich diese Kraft ausdehnt, auch beginnt die astrale Ebene zu integrieren in die materielle Ebene. Das heißt, die Welten, die Dimensionen sind ja sowieso verwoben, aber da unser Raumanzug, unser Körper, der, wie du so schön beschrieben hast, auch manchmal einfach zu eng geraten ist, der aber sehr überzeugend ist und uns vorgaukelt, dass das, na, die Materie die einzige Realität ist, erkennen wir oder kennen viele, viele Menschen oder anerkennen die diese astrale Dimension, die sowieso schon verwoben ist in unsere, gar nicht einfach, weil der Körper sehr überzeugend ist. Und das ist der erste Schritt, dass wir lernen, die astrale Realität im physischen Universum zu nutzen. Und dadurch eben auch den Körper zu verändern oder ganz praktisch unser Leben und die Wechselwirkung, die Resonanzen, die wir aussenden im Außen, sei es mit unserer Arbeit, mit der Familie oder mit generell der Gesellschaft. Also das ist etwas, was unglaublich potent ist, ja. Und meinst du, ist so die Vorstellung dieses Bildes, hat das schon die Kraft, dass es das Feld verändert? Also dieses Bild von das Innere, dieses Licht, die Essenz auszudehnen, nach außen in den materiellen Raum zu strömen? Die Intention, der Gedanke steuert die Energie. Das heißt schon nur, wenn ich dran denke, führt es dazu, dass ich meine Kraft aussende, dass mein Kern beginnt, diesen Raum zu füllen.
Und es gibt auch eine wunderbare Technik, die das noch plastischer erleben lässt, indem wir in den Energiefluss tauchen des Körpers. Also in der Regel sind ja viele von uns ein wenig zu verkopft. Und ich kenne erstaunlich viele, die zum Beispiel Probleme haben mit dem Meditieren, weil sie so verkopft sind. Und du kennst es sicher, weil du ja ein Trance-Channeling-Medium bist, dass die geistige Welt dich dann ausnockt und dich übernimmt, damit der Verstand nicht mehr, nicht mehr dominiert. Aber jetzt für viele, viele Zuschauer ist es vielleicht auch nicht so einfach, diesen Verstand auszuschalten. Und was wir brauchen, ist zuerst mal, dass der Verstand abgelenkt ist durch eine körperliche Wahrnehmung. Deswegen, bevor wir in die Energie eintauchen, machen wir das immer so, dass wir erstmal den Körper spüren und zum Beispiel die Kontaktfläche. Jetzt, wenn wir sitzen, spüren wir ganz eindeutig die Kontaktfläche der Beine zum Stuhl oder auch des Rückens. Und der erste große Schritt ist erstmal, sich zu entspannen und einfach nur das wahrzunehmen. Das heißt, der Körper ist auf die physische Ebene, also der Verstand ist auf die physische Ebene abgelenkt. Und sobald wir da zuschauen und reinspüren, bemerken wir sofort, wie es kribbelt. In den Füßen, in den Beinen, in den Händen. Und das führt dazu, dass wir in diese astrale Ebene unserer Existenz eintauchen. Und je mehr wir mit diesem Gedanken oder mit diesem Impuls spielen, mit dieser Wahrnehmung, umso eher tauchen wir ein in den Energiefluss unseres Körpers und bemerken dann, dass das ganze System beginnt, von innen nach außen zu arbeiten. Das heißt, wir machen nichts anderes als diese Essenz, die Aufmerksamkeit geben, damit es sich verteilen kann und ausdehnen kann. Das war eigentlich noch so die erweiterte Variation, die ich auch eigentlich in jeder Meditation integriere, weil das so wichtig ist, dass wir immer erstmal diesen Raum füllen für uns, bevor wir dann etwas trainieren oder einen Kontakt herstellen mit der geistigen Welt. Das ist sehr spannend. Das ist eine sehr einfache Übung, die jeder machen kann für sich zu Hause. Hast du auch das oder die Erfahrung, dass jede einzelne Zelle wie so ein Portal dieses Licht in den Raum bringt? Also wie so, ja, also durch den, weil du, ich finde das so schön, was du sagst, dieses in den Körper und in dem Körper dieses Fließen spüren. Ist das dann der Fokus in in die Zellen jeweils, damit dieses Portal in den Zellen aufgeht und diese ja, die geistige Welt, wenn wir es jetzt so nennen, oder ne, das eigene Sein als Energiefeld zu spüren. Also ich finde das gerade auch wieder, du gibst tolle Bilder, also dieses über den Körper, das ins Strömen bringen, öffnen, dieses Seelenlicht durchdringen, dass es fließen darf und dadurch in diese Kraft kommen, ja. Das, Ja, weil der ganze Lichtkörper eigentlich aktiviert wird, der ja auch, solange wir inkarniert sind, verwoben ist mit diesem Raumanzug. Ja, wir haben ja wirklich so einen Transfer gemacht in den physischen Körper, in den Raumanzug und der zu Leben erwacht durch unser Bewusstsein. Und das finde ich auch, das war ein sehr schönes für mich Bild, was ich aus der geistigen Welt bekommen habe, dass das gesamte Universum nur existiert, weil wir uns auf die Reise machen und zu Fleisch werden und der Materie die Energie geben, damit die Materie, der materielle Raum, das physische Universum ja, sich manifestieren kann. Und wenn wir das erkennen, nicht nur im großen Stil, dann fühlen wir auch, dass wir das im kleinen Stil auch machen, dass unser Körper, ja, wir denken immer, wir werden getragen vom Raumanzug, aber ja, was ist, wenn der Raumanzug von der Seele getragen wird und erst möglich gemacht wird? Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Das führt vielleicht dazu, dass wir spüren, dass da viel mehr in uns steckt, als wir vielleicht manchmal denken. Schön. Ja, hast du auf dieser Reise, ja, dieses Erwachen oder dieses Öffnen des eigenen Lichtes, das Durchdringen in den materiellen Raum, dadurch das Energiefeld ändern, die eigenen Erfahrungen im Leben, bei Salvador heißt es immer authentizitieren, ja, also praktisch seelengleich kreieren, dass es im Fluss der eigenen Seele ist und nicht im abgetrennten Erfahrungsraum. Ist denn in diesem Prozess, nach deiner Meinung nach, gibt es da was, wo man drauf achten darf, wo man ja keine Abbiegung macht, sondern sich treu bleibt, im Zentrum bleibt?
ja, seine Kraft behält. Ist da was, was dir da spontan kommt? Wo darf man Aufmerksamkeit hingeben? Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir erstmal anerkennen, dass es in Ordnung ist, wenn wir jeden Tag aufs Neue uns bewusst ausrichten. Weil wenn wir es gerade gut haben in unserem Leben und keinen Überlebenskampf zu kämpfen haben, dann geht das in der Regel viel einfacher, dass wir ausgeglichen sind, dass wir angebunden sind. Die Prüfung kommt dann, wenn es schwierig wird. Dann merkt man, ob man vollständig ein Bewusstsein integriert hat oder nicht, weil man dann sehr schnell auf dieses Glatteis gebracht wird. Und falls das passiert, was uns allen passieren kann, dass man dann trotzdem liebevoll mit sich bleibt und nicht enttäuscht ist, wenn man ja ausrutscht auf dem Glatteis, obwohl man doch schon so viel gemacht hat, obwohl man doch schon so viel verstanden hat. Das ist ein erster wichtiger Schritt, sich zu erlauben, dass man noch einmal bewusst sich darauf einlassen muss. Das heißt, dass es sich ja vielleicht nicht zu 100% vollständig schon integriert hat, dieses Bewusstsein. Also, oder dass andersrum, dass der materielle Körper einfach ab und zu stärker ist und die 3D-Realität. Weil wenn wir erkennen, dass ein Ungleichgewicht da ist, und dann können wir auch bewusst wieder diese Ausrichtung machen. Und dann das Beste, was passieren kann, ist, dass wir dann vielleicht nur kurz in so ein, ja, so ein Schwanken reinkommen und dann aber sehr schnell wieder die Kraft fließen lassen. Und je öfter wir das erleben, umso schneller meistern wir die astrale Ebene oder lassen zu, dass die Essenz den Körper und ja, die Materie durchdringt. Also ich sehe das wirklich exponentiell als ein stetiges, dieses Licht immer wieder aussenden, immer wieder aussenden. Und je öfter wir das machen, umso plastischer und stabiler wird es. Und wenn es dann mal gerade nicht funktioniert, dann trotzdem liebevoll bleiben. Weil das wirklich vielleicht einfacher ausgedrückt, es ist ein konstanter Prozess, dass ich mich konstant immer wieder darauf einlasse, dass diese Intelligenz in mir den Raum bespielt. Und das finde ich ganz schön, dass wir den Zugang immer haben, dass immer die Möglichkeit da ist, diese Kraft in uns fließen zu lassen. Und der einfachste Weg ist, es immer wieder zu tun und das ganz einfach zu halten, immer wieder zuzulassen, dass diese Kraft die Zellen durchdringt und eben über den physischen Körper hinausstrahlt. Ich würde das schon eher. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das schon reicht, das Bewusste es fließen lassen. Als du gerade diese Bewegung gemacht hast, kam ja so dieses Bild von, auch wenn wir jetzt auf dem Glatteis sind oder neue Prüfungen haben, um in unserer Essenz zu bleiben, das ist von der Bewegung für mich wie so eine Atmung. Weißt du, so eine Ausdehnung, Einatmung und Ausatmung. Und in Atmung ist ja physiologisch, das ist eine Alleinsseinsbewegung, die auch im Universum ist und eben, wie du das beschriebst, halt, ja, das ist auch unsere eigene Menschsein-Atmung, ne, die wo da reingehört, nochmal in die Materie zu fallen, sie nochmal neu zu durchdringen, wieder sich auszudehnen im Licht, ja, wieder in die Materie rein, vielleicht sich auf Glatteis fühlen, aber eigentlich ist es gar kein Glatteis, weil eigentlich holen wir ja nochmal Abtrennungsenergien ab, um sie dann Ja. wieder im Licht zu durchdringen. Ja, es ist ja wie ein wieder tiefer eintauchen, wieder weiter ausdehnen. Es ist wie so eine Atmung, die sich dadurch ausdrückt. Und ich glaube, wie du sagst, wenn wir erkennen, dass das ein ganz normaler Prozess ist, gehen wir auch mal raus von diesen Schuldzuweisungen, von Bewertung uns selbst gegenüber, ja, von ja, dem ganzen Unterdrückungsprogramm, die wir uns gegenüber haben. Dass das auch mal beendet werden darf und wir wirklich erkennen, dass wir Schöpfer sind und dass wir diese Materie erschaffen haben, jetzt durchdringen und sie wieder ins Erwachen bringen. Ja, ich meine, was für ein heiliger Prozess. Ne? Auch so, ne, dass wir auch in diesen Phasen des Dramas und dieses Existenzkampfes gar nicht erkennen können. Aber wenn wir wieder auftauchen in der Essenz, ist doch wieder auch aus dieser Perspektive sehen. Also ja, eine Erinnerung daran, an diese physiologische Bewegung. Das finde ich total schön, weil dadurch wird es auch wieder zu einem neutralen, wertfreien Beobachter,
was uns wieder in die Essenz eintauchen lässt, ja. Ja, Ja. absolut. Also auch dieses Bild, was du anstößt mit dem Atmen, das ist immer ein Ein- und ein Ausatmen. Das sind immer diese Wechselwirkungen, die wir erleben. Und dass das völlig in Ordnung ist, weil was wir schaffen, wenn wir uns dieser Kraft in uns bewusst werden, dann merken wir, dass bei diesem Kommen und Gehen, bei dieser Wechselwirkung im Leben uns zwar dann Dinge vielleicht noch widerfahren, die herausfordernd sind, diese innere Kraft aber dazu führt, dass wir nicht mehr in so eine negative Spirale gezogen werden. Wir anerkennen, dass etwas passiert, das anspruchsvoll ist. Wir gehen aber viel bewusster, viel klarer und viel stabiler an dieses Thema heran und können dadurch auch unser Umfeld stabilisieren. Und das hast du sicher auch schon bemerkt, dass als du dich auf diesen Weg gemacht hast und bei dir kam das ja wie angeschossen, das hat dich ja, na, die geistige Welt hat dich ja gefunden und Salvador hat dich ja da auserkoren. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann auch gemerkt hast mit der Zeit, als du dieses Bewusstsein integriert hast, dass es dann auch dein Umfeld begonnen hat zu verändern. Oder dass du, wenn na, dieser Wind oder na, dieser Strudel vielleicht von außen sich entwickelt, dass du dann im Zentrum warst und den Raum halten konntest auch für Menschen, weil das ist das, was ich gemerkt habe, dass als ich wirklich intensiv mit der geistigen Welt begonnen habe zu arbeiten, dass das wirklich auch hilft, diesen Raum der geistigen Welt in die materielle Welt zu bringen und auch alle mit einzuschließen in diesen Raum und dass sofort auch Heilung anstößt. Ich krieg Gänsehaut, volle Pulle. Ja. Das ist immer ein Zeichen, es ist schon hier präsent. Ja, es ist toll, was du sagst. Ich hatte gerade noch mal so einen Blitzgedanken. Ich glaube, was uns im Drama so festhält, ne, auch noch mal dieses Durchdringen der Energien in die Materie, ist ja die oder der Glaube, dass Materie so machtvoll ist und wir dadurch in eine Ohnmacht fallen. Weißt du, das erschafft ja Drama. Das ist ja dieses, das Drama ist, Materie kommt mir entgegen, ich muss mich dem beugen, ich bin in Ohnmacht der Materie gegenüber und falle dann ins Drama, falle ja in die Ohnmacht dann rein, fern, also falle auch aus meiner Essenz, weil ich ja dann der Materie unterliege, ja. Also die wirkliche Realität zu erfahren, dass wir Materie verändern durch unsere Energie, würde ja gleichzeitig uns aus diesem Drama auch erlösen, ja? Dass wir merken, hey, wir sind Energiewesen, wir verändern Materie, das ist hier unser Sein ja auch in diesem Raum, das ist unsere Kraft, unser Potenzial. Und ja, dann doch immer wieder in die alte Realität. Materie ist fest, das ist eine Tatsache, da muss man sich beugen zu fallen, ja. Das ist wirklich spannend, bei sich selbst zu beobachten, auch bei anderen zu beobachten. Und für mich ist das auch ein, ja, ich sage immer, diese Realität ist noch so im Massenbewusstsein manifestiert, dass man immer wieder auch in diese Realität reingesogen wird, dass das Realität ist, weißt du? Also es kostet Fokus. Immer wieder Fokus, die neue Realität offen zu halten für andere Menschen, für sich selbst, damit dieser Shift passieren kann. Du weißt, was ich Ja, meine, ne? absolut, Ja. absolut, weil ich sage auch meinen Schülern immer, die Materie ist unglaublich überzeugend und jeden Tag aufs Neue. Sie ist einfach sehr plastisch und macht ihren Job ganz gut. Es ist einfach sehr überzeugend. Ja. Und auch hier, ich glaube, der Raum öffnet sich, der energetische Raum öffnet sich, wenn wir das einfach auch anerkennen, dass die Materie sehr überzeugend ist, weil sonst fühlt es sich fast an wie Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft, weil er denkt, dass es Drachen sind. Es gibt ja diese Geschichte, diese spanische Geschichte von Don Quixote. Und na, man kämpft gegen Windmühlen an und denkt, das sei. Und auch hier die Materie, sie bringt einfach ihre Gegebenheiten mit sich mit. Und es ist eine Mischung aus Anerkennen der Materie, weil dann hören wir auf, gegen die Materie zu kämpfen. Und sobald wir aufhören, gegen die Materie zu kämpfen, beginnen wir sie zu meistern, weil wir deren erweiterte Struktur anerkennen. Also auch die Materie hat ein astrales Pendant, einen astralen
Fingerabdruck. Das heißt, wenn wir das Universum betrachten, dann haben wir die drei Dimensionen. Innerhalb diesen drei Dimensionen, Länge mal Breite mal Höhe, kreiert den Raum, den physischen Raum. Und dadurch entsteht die Zeit, das Raum-Zeit-Kontinuum. Und dann haben wir aber in unserem physischen Universum eine vierte Dimension, die energetische Dimension, die astrale Dimension. Und die ist verwoben mit der Materie. Die ist der geistigen Welt sehr ähnlich. Wir sprechen oder ich unterscheide zwischen der astralen Ebene der physischen Welt und der geistigen Welt als komplett astrale Welt. Und wenn wir erkennen, dass eben alles, die ganze Materie, die so überzeugend ist, durchzogen ist von dieser astralen Dimension, dann können wir beginnen, eben die zu meistern oder indem wir die vierte Dimension integrieren, das heißt die astrale Ebene des physischen Universums, beginnen wir, die Materie zu formen. Und das ist ein erster wichtiger Schritt. Deswegen auch diese Übung, dass wir erstmal die eigene innere astrale Ebene anerkennen und beginnen, die Kraft, die wir uns haben, auszudehnen. Das führt dazu, dass wir uns verbinden mit der astralen Ebene des physischen Universums. Und wenn wir das lange genug oder bewusst genug integrieren, beginnen wir unsere Realität zu beeinflussen. Das heißt, dann können wir tatsächlich Materie formen. Ein erster Schritt, den alle von uns kennen oder davon gehört haben zumindest, ist die Geistheilung, Selbstheilung. Das ist ja so ein auch ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns selber heilen können, unseren Körper heilen können. Noch nicht jeder von uns, und ich würde behaupten, die wenigsten von uns schaffen es garantiert auf Knopfdruck, sich immer selbst zu heilen. Auch hier anerkenne ich, dass die Materie einfach sehr überzeugend ist, und dennoch weiß ich um das Potenzial, was in dieser astralen Ebene liegt, die dann eben die Materie ja verändern kann, bis hin zu Wunderheilungen, zu Manifestationen. Und das, dann wird es richtig spannend. Und ich entweder kann man ja so ein bisschen frustrieren, weil man denkt, da sind wir noch weit davon entfernt. Oder aber wir erkennen dieses magische Potenzial, dass wenn wir jetzt beginnen, diese Ebene zu integrieren, zu anzuerkennen in der Materie, dann sind wir auf dem richtigen Weg, um die Welt wirklich zu verändern, beziehungsweise dann erkennen wir die Schöpferkraft in uns. Danke. Sehr genial. Sehr, sehr genial. Ja, sehr raumöffnend. Voll schön. Ja. Ich hab gerade so, weißt du, bei mir gehen parallel dann immer noch Bilder und Kettenreaktion. Wenn du erzählst, dann passiert da innerlich noch viel. Genau. Ja. Jetzt ist spannend, man sieht es selber, also wenn jeder und auch die Zuschauer, für diejenigen, die da vielleicht auch schon tiefer angetaucht sind, man erweitert auch sein Bewusstsein, indem man sich das wirklich auch versucht, plastisch vorzustellen, eben dreidimensional versucht vorzustellen, was sind die Wechselwirkungen, die entstehen, wenn wir diese astrale Ebene integrieren. Und also sie ist ja schon integriert, aber es geht darum, dass unser Bewusstsein den Zugang da wirklich konstant hat auf diese Ebene und dann eben diese erweiterte Realität anerkennt. Und dann ist es kein Kampf mehr zwischen physischer Körper und Bewusstsein, sondern dann ist es wirklich der Schritt oder der Punkt, an dem wir wirklich beides verwoben wahrnehmen, erleben und dadurch eben ein Level erreichen können, was fast unvorstellbar spektakulär ist, also auch als Zivilisation, als Menschheit. Wenn wir das integriert haben, man kann nur erahnen, was dann mit uns geschieht, welches Potenzial freigesetzt wird, wenn wir diese astrale Ebene unromantisch ausgedrückt meistern. Ja, mir kommt dazu noch ein Aspekt, vielleicht kennst du das auch in deiner Arbeit. Also ich weiß, dass diese Integration, ich nenne es das innere Universum, ne? Es gibt ja immer das Gleiche, man meint das Gleiche und hat einfach andere Namen dafür. Und dieses Universum praktisch mit dem materiellen Universum verbinden, vereinen, also diese Energien ja verflechten, was eh schon ist, aber eigentlich geht es ja nur um den Fokus, damit die Wirkungskraft sich entfaltet. Und meine Erfahrung ist, wenn diese
Verbindung hergestellt werden möchte über eine Willenskraft. Weißt du, wir haben ja als Menschen total gelernt, in der Abtrennung unser Überleben zu retten, unsere Existenz zu sichern, ne, sind ja ganz oft auch im Alltagsbewusstsein in so einer Willenskraft, das zu schaffen, zu meistern, das Leben zu meistern, ja. Und dass diese Willenskraft in uns ganz viele Energietore schließt und uns eigentlich wieder in diese Trennung bringt, ja, obwohl wir vielleicht, wenn jetzt die Intention ist, ich möchte diese Energieebene mit meinem Körper verbinden, damit ich aus der Ohnmacht rauskomme, damit ich zum Schöpfer werde, das aber in einer Willenskraft initiiere, verschließe ich meine Tore und spalte mich eigentlich wieder ab und nehme mir diese Kraft. Und der Schlüssel in Hingabe, in diesem, es darf durch mich geschehen, was geschehen möchte, ich öffne mich für das als Portal für das, was sein möchte von meiner Seele, dass das diese Magie öffnet oder dieses in Gnade fallen, sage ich mal, weil in Gnade fallen ist für mich so ein, es braucht kein Zutun für mich, es ist aus einem Seinszustand, aus dieser Hingabe und dann die Kraft der so und jetzt geschieht es, weil es geschehen möchte, ja, also nicht, weil ich das will, sondern es möchte geschehen und diese Dynamik ist ja bei uns allen da. Es ist ja da, dieses Erwachen, ne? Aber dieser Aspekt, der kam mir gerade noch mal von diesen beiden Wirkungsmotivationen, nenne ich sie mal, ja, wo man auch wirklich achten darf, bin ich in Hingabe? Gehe ich aus dem Kampf raus? Darf geschehen, was geschehen möchte? Öffne ich mich dafür, ja? Und dadurch diese Verbindung kreiere. Absolut, weil wir, wie du, na, mit der Willenskraft, der Verstand, und wir haben ja durch den Raumanzug der Knackpunkt, dass der Verstand ja entsteht. Der Verstand ist ja nicht die Seelenintelligenz, sondern weil unsere Seele so stark verwoben ist mit dem materiellen Körper, die eben auch oder die im jetzigen Zustand, den wir uns befinden, also Bewusstseinslevel auf der Erde, haben wir noch diesen, ich sage es bewusst, Kampf zwischen Seelenintelligenz. Oh, meine kleine Hündin. Ich glaube, Macht nichts. das Alles ist gerade gut. der Moment. Dass eben der Verstand, der ja durch das Programm des Gehirns, also das Gehirn stellt für mich einen Computer dar, der ein sehr potentes, ja, das, ein sehr wichtiges Programm, was uns hilft, auch eben, dass der Körper gesteuert werden kann. Und das ist ja eben so spannend zu sehen, dass wir eben in diesen beiden Levels jetzt sind. Wir haben ein erweitertes Bewusstsein, und wir erkennen, dass da ein unglaubliches Potenzial ist, aber gleichzeitig ist auch das Gehirn und sein Programm, der Verstand, die Willenskraft, die ja zu dieser Materie gehören, sehr überzeugend. Und wenn wir das versuchen, reinzupressen oder durch den Verstand etwas zu manifestieren oder zu erzwingen, dass wir dann eben mehr auf der Körperebene sind als auf der astralen Ebene. Und dadurch eben dieses Potenzial verstopft oder gar nicht oder sich zusammenzieht, wie du es beschrieben hast, so schön. Ja, absolut, absolut. Und auch hier diese. Ja, diese, das, 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 der, der, das Bewusstsein. Man gibt ganz unterschiedliche Übungen, die man machen kann, um das zu aktivieren oder es einfach im Raum zu geben. Und sobald das dann wirklich fließen darf, dann öffnen wir uns für unseren Lebensplan. Unser Lebensplan gibt ganz viele Möglichkeiten mit sich mit. Und dann, wie du es auch beschrieben hast, dann darf das kommen, was kommen will. Beziehungsweise das bestmögliche Potenzial unseres Lebensplans kann sich dann erfüllen. Also auch sehr, bin ich absolut, bin ich ganz Manchmal bei ist dir. das fernab von dem, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Das muss man ja dann auch erstmal schlucken, ne? Das hört sich dann immer so schön an, ja, die Seele kommt oder fließt durch uns und wir laufen an unseren Seelenplan. Und manchmal denkt man, ja toll, das hatte ich nie vor. Das zeigt sich wieder, die Willenskraft hatte vorher eine andere Richtung eingeschlagen. Und das ist auch Hingabe, ne? Dieses, okay, meine Seele hat was anderes davor. Dann beuge ich mich dem und folge diesem Fluss, ja, das ist ja Oder auch vielleicht erkennt man ja auch, dass es eben nicht nur um die individuelle Erfahrung geht, sondern wir hierher gekommen sind für die kollektive Erfahrung und dadurch auch uns für einen Plan entschieden haben, der für andere ist, beziehungsweise dass unsere Lebenskraft
teilweise ja, genutzt wird, damit jemand anderes sich entwickeln kann. Und auch hier, wenn ich dagegen ankämpfe, das heißt nicht, dass ich nur Menschen gegenüber in einem dienenden Zustand sein muss, aber auch mal anerkennen, dass man hier ist auch für andere. Und dann vielleicht auch eine Erfüllung bekommt oder sobald dann dieser Teil dieser Arbeit erledigt ist, man dann wieder den Raum für sich selber bekommt. Also da gibt es doch schon sehr spannende Wechselwirkungen. Oh, so spannend, wirklich. Ein tolles Gespräch. Ja, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel hier in den Raum reingegeben, dass sich die Zuschauer hier ganz viel mitnehmen können an Inspiration und ja, auch schon ein, zwei Übungen mal ausprobieren können in ihrem Leben, in ihrem Alltag und was das für Wirkung hat. Da möchte ich noch mit auf den Weg geben, Materie ist manchmal träge. Man darf auch geduldig sein, auch wenn man seine Essenz nach außen strahlen lässt. Im Jetzt hat es manchmal, da wir in der Linie der Zeit sind, manchmal Auswirkungen ein bisschen später in der Linie der Zeit. Und da braucht man nicht an sich selbst zweifeln, dass man keine Wirkungskraft hat. Ja, also da darf man bei sich bleiben und weiterwirken. Du Liebe, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es war Ich sehr, danke sehr, dir. sehr, sehr bereichernd. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis ganz bald zu. Von Herzen, danke dir. Dankeschön. Macht's gut, ihr Lieben.